Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich grüße an dieser Stelle mal alle Menschen mit Pflegebedarf, die zu Hause sind, in den Altenpflegeheimen oder Pflegeheimen sind und die in den Krankenhäusern sind und wünsche ihnen, dass sie gut versorgt werden können und dass sie gut gepflegt werden können. Meine Damen und Herren, Herr Spahn, wir haben ja eine Gemeinsamkeit, nämlich dass wir festgestellt haben, Sie auch jetzt, dass es einen Pflegenotstand gibt. Das ist ja schon mal was. Aber umso erschreckender ist es, dass Sie sich im Haushaltsentwurf des Kabinetts nicht dieses Thema nicht wirklich widerspiegelt. Sie versichern den Bürgerinnen und Bürgern seit Monaten, Sie würden Ihre Ängste und Sorgen um eine gute Pflege ernst nehmen. Doch das Einzige, was Sie ernst nehmen, ist die schwarze Null. Und dem wird weiterhin alles andere untergeordnet. Sie wollen die Menschen ruhigstellen mit ihren Versprechungen und mit ihren Ankündigungen. Dabei liegt es in der Verantwortung des Bundes, für einen guten Sozialstaat zu sorgen. Er muss für eine Finanzierung sorgen, die gute Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen garantieren. Das darf nicht allein den Krankenversicherten aufgebürdet werden. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Versorgungsqualität in allen Bereichen. Und wie entlasten Sie eigentlich pflegende Angehörige? Wer stemmt die nötigen Investitionen? Wo bleibt ein vernünftiges Pflegekräftegewinnungsprogramm? Viele Fragen, viel zu wenig Antworten. Und ich frage mich wirklich, wo Sie die Mittel für diese Punkte im Haushalt versteckt haben. Im Einzelplan des Gesundheitsministeriums kann ich sie jedenfalls nicht finden. Herr Spahn, die Situation spitzt sich weiter zu, und das erkennen Sie auch. Sagen Sie zumindest beispielsweise mit den Worten konzertierte Pflegeaktion. Und hier kommt es jetzt darauf an, Ihre soziale Rhetorik zu entlarven. Sie wollen 2 Millionen für eine Pflegekampagne bereitstellen, genauso viel wie 2018. Aber von dieser Kampagne haben die Menschen gar nichts. Die beste Pflegekampagne wären Investitionen. Aber haben Sie Steuermittel für eine bessere Pflegeinfrastruktur überhaupt in Betracht gezogen? Nein, haben Sie nicht. Sie setzen weiter auf das Pflichtgefühl der Beschäftigten in der Pflege und den pflegenden Angehörigen. Frei nach dem Motto von Angela Merkel, der größte Pflegedienst der Nation ist die Familie. Und ich kann Ihnen auch sagen, wenn Sie sowas sagen, dann werten Sie die Berufe in der Pflege ab, weil Sie damit sagen, Pflege kann jeder. Und so ist es nicht. Ich schlage Ihnen vor, reden Sie mal mit den Pflegekräften vor Ort, Herr Spahn. Ich mache das jedenfalls regelmäßig. Wenn Sie das auch tun würden, dann würden Sie merken, dass die Bedingungen in diesem anstrengenden, aber auch sehr erfüllenden Beruf immer schlechter werden. Der Bundesregierung fehlt das Verantwortungsgefühl für ein Thema, das mehr als 2/3 der Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig ist, nämlich das Thema Gesundheit und Pflege. Sie könnten die Zukunft der Pflege gestalten, und Sie treten laut auf, aber in der Sache ducken Sie sich weg. Im Haushaltsentwurf finde ich kein Pflegethema im Bereich Prävention, kein Pflegethema im Bereich Forschung. Da frage ich Sie, woher sollen denn die Anstöße für bessere Bedingungen kommen? Meine Damen und Herren, längst erleben wir, dass immer mehr Pflegeheime von Großinvestoren übernommen werden. Die Pflege von Menschen als Renditeobjekt, das ist doch der pure Wahnsinn. Ich sage Ihnen, stoppen Sie diese Privatisierung jetzt sofort. Aber Sie sagen und Sie diskutieren im Handelsblatt laut, was für eine angemessene Rendite für Pflegeeinrichtungen wohl ist. Ich kann Ihnen sagen, gar keine. Geben Sie das Geld für eine gute Pflege aus, für eine gute Pflege für alle Menschen, und lösen Sie endlich diesen unsäglichen Pflegevorsorgefonds auf, für den jetzt schon unsägliche Summen an Strafzinsen gezahlt werden müssen, und geben Sie dieses Geld da aus, wo es jetzt gebraucht wird, im Bereich Gesundheit und Pflege. Und ich sage Ihnen noch was. Sorgen Sie dafür, dass Menschen vor Profite gestellt werden und nicht andersherum. Meine Damen und Herren, auch dieser Haushaltsentwurf ist wieder nicht am Bedarf und an den Bedürfnissen orientiert. Sie lassen die Menschen alleine, die Beschäftigten in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den ambulanten Pflegediensten und die pflegenden Angehörigen zu Hause.
Dieser Haushaltsentwurf entlarvt Ihre Reden und kündigt an, dass Gesundheit und Pflege besser werden soll. Aber was Sie tun, sind reine Sprechblasen verbreiten und leere Versprechungen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, liebe Bundesregierung. Wir werden weiterhin die Finger in die Wunden legen, bis dieses Thema endlich wirklich so versorgt ist und dass Pflege in diesem Land ein Menschenrecht für alle geworden ist. Herzlichen Dank.